Ich würde gern wissen, ob man wirklich dann sowas abschließen kann und das dann auch wirklich verschwindet. Wenn man denn alles gesehen hat, was es zu sehen gibt, alles Relevante zumindest. Komm, wir gehen hier nochmal rein. Wir können es auch gleich mal unsere Medizin nehmen. Ja. Mal gucken. Also mit E. Das hatten wir aber schon, ne? Ja, das hatten wir schon. E war das Elektroding. Ja, das haben wir entdeckt. Das haben wir entdeckt. Gucken uns hier nochmal ganz kurz um. Ja, so wird uns auch in der Entfernung etwas angezeigt. Das hatten wir allerdings. Das hatten wir auch. Den PC hatten wir. Ja, ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen, wie das hier visualisiert wird, aber ist okay. So, und im Bio-Modus, das hier hatten wir, Blut hatten wir. Hier hatten wir noch nicht. Ach so. Nase, okay. Risswunde. Ja, sowas haben wir schon mal gesehen. Stimmt, 213 mm. Guck mal, haben wir tatsächlich was übersehen, oder ich? 15 bis 19 mm tiefe Waffe, keine Übereinstimmung gefunden. Ja. Wo war es das jetzt vielleicht? Schauen wir uns nochmal eben um. Ja, na gut, so Bio-Dingsbums, das ist dann eher in der Nähe von so Leuten zu suchen, schätze ich mal. Machen wir mal zu. Und hat sich das Protokoll irgendwie aktualisiert oder so? Oder nicht so? Nee. Mir nicht danach aus. Noch irgendwas, was wir nicht gesehen haben. Das haben wir. Das hatten wir, genau. Sehe ich nicht. Das Kissen. Hatten wir das Kissen so schon untersucht? Moment, es wurde auch eben angezeigt. Oder war das nur wieder so ein, dass es kurz angezeigt wird und dann verworfen wird? Ne? Das hatten wir ja auch schon. Okay. Ja, komm. Wir haben alles versucht. Ich glaube, wir haben alles versucht. Oder ist da noch irgendwas? Was ist das? Ist das das, was man von hier aus sehen kann? Ach, da rechts daneben ist doch noch was, oder? Ist sogar weiter weg. 1 Meter irgendwas entfernt angeblich. Was? Wo soll das denn sein? Irgendwie daneben. Ha. Ich weiß es nicht. Ich sehe da was angezeigt, aber ich komme nicht ran. Das finde ich jetzt ja ein bisschen blöd. Hier aus? Nö. Ich weiß es nicht. Nö, ich komme nicht ran. Okay, komm. Machen wir uns mal auf den Weg, weiter zu erkunden. Ich kann sogar aufstehen, ja. Das ist eine Maßnahme. Ich nehme hier mal eben mal unsere Medizin. Das ist ja furchtbar hier. Da war noch ein Spot. Aber ich kam nicht ran, ne? Das ärgert mich jetzt natürlich. So, hatten wir alles. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. 106, 107, ja genau. Und jetzt geht's hier irgendwie weiter. Ja. Ich frage mich, kommen wir hier auch wieder auf den Flur? Oder was ist das hier? Nee. Es ist noch irgendwas anderes. Hier ist wieder ein Plan, ja. Nothing that is observed is unaffected by the observer. Oh. Was ist das da? Kann man damit irgendwas machen? Nee. Ignored. Ja, boah, die Vision hier, die ist ein bisschen anstrengend manchmal. Okay, wir haben da dieses Tor, wir kommen aber irgendwie nicht durch. Was haben wir hier? 108, okay. Sehr gut. Komm nicht rein und... kein Dingsi, keine Klingel. Ernsthaft? Sieht nicht danach aus. Na gut. Was? Diese Kabel hier überall. Die haben bestimmt fett Internet auf jeden Fall. Ja. Ich komme dann irgendwie einmal so rum und wieder zurück oder so. 109. Nö. Auch nix.
Nichts zum Erfragen. Na gut. Oder wir kommen da irgendwie nicht ran, weil hier. Weiß ich nicht, weil es hier am Rumflirren ist oder so. Naja. Aha. Wer hat sich denn hier, wer hat sich's denn hier gemütlich gemacht? Was ist das denn? Das ist ein bisschen ekelhaft. Ah. Hallo, young man. I'm Dr. Landis. Do you know why you're here? You look like a big marshmallow. Ah, yes, the suit. I'm afraid it's necessary. Do you know why? Because you're scared of me. Was? Aha. Und jetzt weiter untersuchen. Wahrscheinlich nur Radio, genau. Nicht registrierte was? Vorkriegskomponenten entdeckt. Ah. Naja. Hm. Das ist die beste Dusche der Welt. Also es ist jetzt nicht gerade so eine Regenbrause, ne? Eher das Gegenteil. Eher das Gegenteil davon. Das ist auch so schön hier. Alter, ernsthaft? Naja. Jetzt hier weiter. Ich habe das Gefühl, ich habe mich hier schon komplett verlaufen irgendwie. Was war das? Oh, weitere Klos. Es ist durcheinander gemixt hier einfach. Ja. Irgendwas erkunden. Nicht so. Gut. Gut. Sehr schön. Ja, und das ist hier die private Badewanne. Ist ein bisschen klein. So eine ganz kurze Badewanne für kleine Leute. Ja, oder eher so zum Hocken, ne, so sitzen. Nicht so ganz zum Hinlegen. Kommen wir da hoch? Nee. Nö. Okay. Hi. Es ist unser Freund, oder? Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Kumpel. Ich dachte schon, Alter, was geht jetzt ab? Ja, hat uns die Tür aufgemacht. Sehr schön. Ja, war eben abgeschlossen, ne? Aus irgendeinem Grund. Dankeschön. Alter. Mach doch nicht sowas. Schön. Er kümmert sich um uns. Das finde ich sehr gut. Er passt auf uns auf. Mhm. So, 110. Irgendwas machen wir richtig. Die Nummerierung, die stimmt auf jeden Fall. Ah. Das ist der Raum, den wir gesehen haben. Hm, den haben wir schon mal gesehen in dieser Traumsequenz. Was ist Traumsequenz? Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. In dieser Verhörung oder wie auch immer. In der Sequenz eben. So, das geht nicht. Und das? Dan Lazarski, KPD. Routine questioning. Daddy, who is it? Can he make the door open? Where can we go out, Daddy? Shh. Go to your room, kids. Go play Runaway Galaxy. Let me talk to the man. Hello, officer. I'm Thaddeus Karski, head of the family. How can I help you? Der ist zu freundlich. Hm. Familie. Eine nette Familie haben sie da. Everything all right in there? Did the lockdown spook the kids? Oh, no, we're fine. I do appreciate your concern, though. You sound very calm. You're not worried about a potential outbreak? Jetzt, oh, wo sie sagen. That doesn't concern us, officer. Of course, I hope that's not the case, for the sake of the other tenants. What do you mean, it doesn't concern you? We're all clean of corruption. My wife, myself, and the little ones. Clean? Oh. You're immaculates. Children of the Immaculate Birth, yes. You've heard of us. All good things, I hope. Ich sag mal. Na ja, gut, offensichtlich, ne? Offensichtlich haben wir schon von denen gehört. Ich würde mal Nein sagen, um vielleicht mehr Informationen zu kriegen. Depends on who you're talking to.
The consensus seems to be crazy, but harmless. I see. And what is your own impression so far? Well, you're probably the least crazy person I've met today. Oh, well, I'm glad to hear that. I think. Hmm. Unbefleckt, ja, ich will mehr wissen. I'd have to say, no mods of any kind. That's quite a statement these days. Is it really? Is having a neural connection to the web worth renouncing your humanity? Is a body held together with screws and wires really worth a corrupted soul? Some would say there are benefits. Certainly. I know our lives will be shorter and less comfortable, but it's a price we're willing to pay for experiencing the purity of our God-given bodies. Don't get me wrong, I'm not a big fan of implants, but I couldn't do what I do without them. Hmm. Yes, you carry them within you. It wasn't really a choice, you know? Oh, but clearly it was. The world would be a better place if more people realized that. Nicht so überheblich. Ja, boah, weiß ich nicht, ne? Er ist ja eigentlich ganz nett zu uns. Wir stimmen ihm einfach mal zu. Wir denken uns unser eigenes Ding dabei, weißt du? Yeah. I guess you're right. Das ist ein eigener Teil. Maybe we are what we make ourselves. I don't wish to speak out of turn, but our church has a support group for the penitent unclean. Yeah. Perhaps you'd like to attend a meeting? Sounds like a hoot and a half. Thanks for inviting me. Yes, well, once you get past the name, Sekte. You'll find a lot of compassion and understanding there. Ja, es klingt sehr nach einer Sekte. Listen, have you seen anything questionable going on around here? Apart from the usual, you mean? The usual? Well, you know, this place isn't exactly a beacon of morality. Hm. Still, we mustn't judge. Most people mean well, they're just misguided. All right, if you say so, Mr. Karski. Godspeed, Officer Lazarski. Godspeed, das finde ich auch eine sehr merkwürdige Wendung. Ich müsste eigentlich mal gucken, wo das herkommt. Hm. Wahrscheinlich von damals irgendwie, wenn einer sich auf den Weg gemacht hat, um irgendwie 100 Kilometer zu reiten oder so, weißt du, Godspeed, Godspeed. Und da schnell ankommt oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Hm. Gut, ja, ein bisschen merkwürdig, aber gut, von mir aus. Ist nicht das Merkwürdigste, was wir bisher hier so gesehen haben, ne? Oder gehört oder Leute getroffen. Hm. Das ist tatsächlich dieser Raum mit der Waschmaschine, ja. Yeah. Na gut, mag ja sein. Der Dude, der wird dann hier entsprechend schon mal, ne, also der, wo wir halt drin waren, wird hier ja schon gewesen sein. Entsprechend hat er wahrscheinlich entsprechende Erinnerungen daran. Hm. Thumbnail. So, 111. 111 und weitere. Ja. Yeah. Mm. Was? 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 Ich hab nichts gemacht. 105, 110, waren wir hier schon? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Also die Wohnung hatten wir, ja. Ah, wir sind auf der anderen Seite von dieser Tür, wa? Oh. Er hat Probleme. Ich frage mich halt, ob wir zurückgehen könnten und ihm helfen. Er hat uns auch geholfen. Was juckt denn bei der Nase so furchtbar? Es tut mir sehr leid, wenn ich da öfter mal hinlangen muss. Was ist hier los? Ich würde echt gern mal probieren wollen, ob wir da zurückkommen, ne? Bin nicht ganz sicher, wo das war. War das hier? Hier durch? Dadurch? Bevor wir dann weitergehen. Ich glaube, das waren nur unsere eigenen Schritte, oder? Ja. So, wie war das?
hier? Ja. Vielleicht ist das doch ein anderer Raum. Nee, oder? Das ist kein anderer Raum, ich glaube nicht. Geh mal wieder zurück. Ich meine... Hier, einmal rum. Genau. Diese Geräusche. Ich habe ein schlechtes Gefühl irgendwie. Genau, und dann sind wir hier wieder. Er ist weg. Der ist weg. Krass. In Ordnung. Yes. In Ordnung, wir bleiben mal auf dieser Etage hier und gucken uns weiter um. Ja. Aber nur eine Tür ist zugegangen. What the fuck? So, 111. Weiter geht's. Ne. Das sind unsere Augen, die werden gerade gescannt. 112, 113, ja, dann erstmal hier. Diese Rohre besser nicht anfassen, sind 300 Grad heiß, wie es aussieht. Nix. Oh, hier wird's bald irgendwie abgehen. Das ist alles nur Vorgeplänkel, weißt du? Ganz, ganz schlimm. Ich sag's nochmal, das ist von den Machern von Layers of Fear, ne? Oh. Dan Lazarski, KPD. Is anyone in there? No, there's no one here. Did I not hear a pretty little girl just now? Verarschen kann ich mich selber. Your parents not home? No, just me. Okay. Ja, ich hab dir meinen Namen verraten, dann verrat mir doch deinen. What's your name? Paulina. And you're Dan. That's right. How old are you, Paulina? 34. 9, you silly. Ganz so you're all alone in there? Yes. Well, not really. I'm playing with Pieta. Your little sister? No. She's my friend, silly. Dump ass. No! She's a special friend. Only I can see her. Ach so. Ah, that kind of friend. I had an invisible friend too when I was your age. Called him Tom. Pieta thinks you're full of shit. Whoa. Are you upset? Will you be all right? I'm scared. The lights went out. It's just a power outage. The building's not feeling well. No! Something is happening. I feel weird. Paulina. Stop it! What? I can't. It won't let me out. What's going on in there? 1074. 1074. Was zum Teufel war das denn? 1074. Können wir uns das merken? Ich sag schon mal nein. Untersuche den Tatort. Ja. Seltsames kleines Mädchen. Ja. Suche die andere... Was? Wohnung? Ich suche die andere... Wohnung. Das Mädchen von 113 ist irgendwie eigenartig. 1074 könnte der Code für eine andere Wohnung sein. Ah, so. Aber für welche? Meine forensische Sicht könnte mir hier von Nutzen sein. Interessanter Tipp, ja. Ach so, das ist ein anderer Fall jetzt. Ach so. Mhm. In Ordnung. Es stört mich, dass das hier steht. Naja. Wir haben es versucht. So, es war 113, ja. Dann machen wir mal weiter. Mit der 114. Huch. Aha. Mit Chiron können Sie mehr. Multitasking. Jetzt auch für Sie. In Ordnung. Ah, so. Hier ist ein Zahlendingsbums. Hm. 1074. Let's give it a shot. Also, ich kann aber trotzdem noch aktiv da ranfummeln. Sollen wir es machen? 1074. Warum eigentlich nicht? Gucken wir mal die alternative Quest an hier. Fancy.
So. Okay. Sollen wir das wirklich machen? Dieser Vorhang, der ist relativ nutzlos, wenn daneben ein Riesenloch ist. Mhm. Wir grabbeln erstmal Fotos an. Ist das die Paulina? Wir können ja mal... Genau. Einmal so machen, damit wir es zumindest schon mal haben. Ne? Wenn wir da rangehen, dann sehen wir, ja, wir haben das schon mal untersucht. Oh, was ist das hier? Hier. Elektrischer Schalter, also... Chiron sowieso. Und das hier? So, es ist... Wie was zum Ranfummeln. Also, ich dachte schon hier, ja, ich dachte schon, unsere Erinnerungen, die holen uns ein, aber wer weiß. Guck mal hier, wir können auch lauter machen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Maximum. Base boosted. Keine Ahnung. Wir machen es erstmal mal aus. Ja. Ich will mal kurz ausprobieren. Ich sehe einen Scheißdreck. Muss mal ganz direkt zu sagen. Wo ist denn der Schalter? Da. Ist das dann auch hier hinten an? Naja, das ist hier nur dieser Partyraum irgendwie. Das ist mir zu stressig. Das ist mir jetzt zu stressig. Naja, vielleicht können wir ja damit irgendwas triggern oder so zu irgendeinem Zeitpunkt. Was haben wir hier? Irgendwelche Dosen, Konserven? Ne, nur Farsch und Ei, ja. Mit Kritzeleien. Hat das letzte Buch die auch? Wenn nicht, dann Respekt für die Details, für die Diversität, für die Variation. So, ist hier irgendwas zum Untersuchen? Nee, also außer das hier. Wenn das irgendwie geht. Nee, geht nicht. Okay. Einmal hier gucken. Bierchen, ja. Das wäre vielleicht was. Nix. Wir lassen hier einfach mal ein bisschen auf zum Lüften, ne? Da ist der Mief drin, deswegen muss auch entfernt werden ab und zu. Das funktioniert so sehr gut, bestimmt. Ah, guck mal hier. Geil. Ja. Gefällt mir gut. Sag mal, das hier, das kann ich nicht mit rechts dann mitnehmen, ne? Nee, das lege ich nur hin, okay. Alles klar. Oh, oder mehr? Wow. Holy crap. Was ist denn das? Achso. Okay, das ist dann VR in der Zukunft. Ja. Mal gucken, kurz gucken, was er sich hier... was er sich hier notiert hat. Starte Neuralvernehmung. Ich habe eine Frau gefunden, die an eine komische Vorrichtung angehängt war. Sie ist kaum noch am Leben, ist das so? Aber ihr Nervenimplantat ist noch unversehrt. Vielleicht sollte ich mich hineinwagen? Oh, ich dachte schon... Ich dachte schon, wir sind hier schon weg. Kaum noch am Leben. Ist das so? Will ich auf jeden Fall machen, klar. Nur ich weiß nicht, ob das jetzt schon der richtige Zeitpunkt ist, ehrlich gesagt. Wir gucken uns erstmal noch ein bisschen um. Vielleicht sollten wir auch erstmal dem anderen Fall Beaufmerksamkeit schenken. Mehr Beaufmerksamkeit schenken. Genau das hier. Guck mal. Noch ein bisschen sammeln. Immer noch nicht so sicher, was das mit unserer Medizin da auf sich hat. Gehen wir zu einem anderen Zeitpunkt. Sehe ich zu. Zu einem anderen Zeitpunkt zurück. Um das hier nochmal anzugucken. Ja. Dieser Typ, der erschreckt mich. Macht mich irgendwie nervös, dieses Bild. Gut. So, 1314 hatten wir.
stelle ich fest. Gucken mal eben auf den Plan. Aha. Damit haben wir tatsächlich alle Wohnungen durchkämmt. Sehr schön. Das ging relativ effizient. Jetzt würde ich gern wissen, ob wir auch ins zweite Stockwerk können. Oder alternativ könnten wir natürlich auch runter und mal ins Tattoo-Studio gucken, ne? Ich will mal wissen, was auf dem zweiten Stockwerk ist. Ob wir da überhaupt hinkommen. Mal gucken. Second Floor. Kein Spielzeug. Keine Spielzeug, das haben wir auch schon mal gesehen. Ein bisschen korrumpiert die Werbung. Und es geht immer weiter und weiter. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, oder sagen wir mal, vielleicht nicht die Befürchtung, aber die Vermutung, dass es dann hier mit weiteren Fällen weitergehen könnte. Weißt du was? Wir gehen mal runter. Gehen mal runter und gucken mal im Tattoo-Studio vorbei, ob wir da etwas ausrichten können. Ich vermute einfach mal, oder ich hoffe, dass es hier kein richtig oder falsch gibt, in welcher Reihenfolge man das macht. Aber, naja, erstmal das eine erledigen. Klingt vielleicht nicht so verkehrt. Ne? Wo geht's denn hier raus? Hier sind wir ja. Sind wir ganz am Anfang angekommen. Ist denn unser Kollege da? Können wir mal eben gucken. Nicht? Wo ist er denn hin? Könnten wir jetzt theoretisch nochmal an seinen Rechner und so? Überhaupt. Haben wir hier alles entdeckt? Da ist der PC. Haben wir den noch nicht untersucht? Doch, haben wir. Doch. Und Bio ist hier auch nichts. Okay. Schleichwerbung. Whatever. Was ever. Hier. Hier schon reingeguckt. Geht gar nicht. Okay. Da will ich nämlich hin.